So, 2000. Das heißt, wir können noch mehr Soldaten auspumpen. Und ich möchte eigentlich wirklich den Norden hier dicht machen. Hier und hier. Das machen wir jetzt auch. Das machen wir auch. Egal, ob es schlussendlich was bringen wird oder nicht. Hauptsache, wir machen den Norden hier jetzt mal dicht. Ich meine, wir haben noch 8 Tage Zeit. Keine Ahnung, wo jetzt ihr wieder herkommt. Aber sei es drum. Verkaufen. Verkaufen. Und ihr stelle ich jetzt mal hier raus. Dann kommt ihr nämlich nach hier unten und macht den Weg hier unten frei. Wir könnten sogar sagen, wir lassen hier ein paar zurück. Nachdem wir ja so quasi eine große Armee bereits unten haben, die bereit ist, wieder was anzurichten bei denen. Genau, ihr bleibt hier, könnt hier ein bisschen was machen. 2100, das Ding ist auch bald fertig. Tun da noch 2 Stück reinmachen. Wir brauchen trotzdem Erforschung, brauchen trotzdem Energie, also brauchen wir noch mal eine Mühle. Ich kann mir überlegen, ob ich die Mühle mir noch irgendwie einsparen kann, aber nein, in dem Fall leider nicht. Genau, ihr räumt das von uns weg. Und je mehr wir hier rüber kommen. So rüber hin. Und dann hier drüben hin. Ist hier irgendwas? Hier ist nichts mehr. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Dann ab nach da unten. Dann könnte man mich auch sagen, ihr kommt hier rüber. Dass wir den Bereich einnehmen. Das heißt, wir haben hier eine Front zu quasi. Wir machen hier eine Front zu. Und wir machen das hier oben auf jeden Fall dicht. Einheiten haben wir genug. Auch genau, wir könnten ja gucken, dass wir schon ein bisschen... Ah, Energie, okay. Vergiss das Ölplattform, wollte ich gerade sagen, aber nein. Das wird nichts. Westenwisse haben wir. Gießereien, nein. Kraftwerk. Ein gutes Kraftwerk muss es sein. Jetzt kommen sie von der anderen Seite, gut. Das heißt, ihr macht jetzt mal stationär hier ein bisschen Lärm. Dann könnte man sogar noch sagen, je nachdem, wenn hier die Mauer zumacht, haben hier vorne noch ein paar Reihen übrig. Das ist nicht verkehrt. Womit ich so hin, du hier hin. Dann haben wir beide Löcher soweit zugemacht. 90 hier und hier und dort, da kann keiner mehr reinkommen. So, passt. Jegliche Art von Abwehr werden wir hier auch hinklatschen können. Das muss auch noch sein, damit das Ganze hier vernetzt ist. Wie kommt hier rüber hin? Dort rüber hin? Genau, jetzt macht sie mal fertig. Jetzt zeig mal, was sie neu steckt. Die Massen hier, die man besiegen kann, sollten wir auch besiegen im Bestfall. So, und wir sagen, bitte geh hier noch rüber. Wo machen wir es hier rüber hin? Ja. Bin ich auf der Seite. Komm, das reicht aus. Das reicht vollkommen aus. Das ist natürlich noch die Technologie gut für Steine. Aber da warten wir. Sag mal, ihr mal schon mal im Voraus, hey. Hier wird es auf jeden Fall unsere guten Stahl. Zack, zack. Der Rest folgt nach und nach. Du kommst weg und du kommst weg. So, noch einmal. Es scheint so einige doch im Hinterland zu sein, so wie es ausschaut. Aber wir haben schon wieder nichts mehr in den Pipelines drin. Uiuiui. Das darf natürlich nicht sein. Das darf ganz und gar nicht sein. Technologie wurde erforscht. Das heißt, wir können gleich Kraftwerke machen. Wenn ich hier mal wieder etwas befreit bin. Also, das ist... Jungs, Mädels. Wow. Ich bin geehrt, so viel Tod und Zerstörung entgegengesetzt zu bekommen. Naja, oben wird nichts mehr viel passieren. Wir könnten hier noch ein Kraftwerk hinbauen, oder? Ja, machen wir einfach. Kraftwerke sind gut, Kraftwerke sind fein. So sollen sie nämlich auch sein. Wollte ich upgraden? Nein, wegen Goldvorrat momentan, okay. Das Gold momentan eher das größere Problem von allem.
Ihr produziert noch eine Ladung gerade. So viel kann noch gar nicht mehr da sein. Wie viele von euch können tatsächlich hier noch rumlungen, hm? Ist egal. So, ihr kommt auch mal weg, ihr kommt auch mal weg. So. Ein Veteran brauchen wir hier nicht. Ah, du kommst mit. Weil jetzt möchte ich ernsthaft mal hier. Das wäre schön, wenn wir die Nicht-Veteranen und die Veteranen auskundschaften können, ein bisschen. Hier. Nein, ich möchte dich da hinten. Ihr habt dich da hinten, möchte ich. Dankeschön. So, euch möchte ich auch irgendwie haben, wenn es denn geht. Okay, besser so als gar nichts. Dann bleibt ihr hier zurück. Und Jäger, das Kampfverband hier runter. Wir haben hier 700. Ich muss gerade viel zu viel gleichzeitig klicken und denken. Entschuldigung. Entschuldigung dafür auf jeden Fall. Hier rüber gebaut. Das haben wir soweit dicht. Da unten brauchen wir gerade nichts. Das heißt, wir könnten hier wieder anfangen. Ich möchte ungefähr auf der gleichen Ebene das Ganze machen. Oder? Möchte man. Ich sage einfach mal, dass wir es möchten. So, Reihe 1 und Reihe 2. Wer hier oben? Wie gesagt, ich möchte hier die Türme bauen, hier die Dinge hinbauen. Ja. Auch wenn hier dann bloß Holzmauern stehen, das macht nichts. Hauptsache, wir bauen an sich was hin. So, ist er dort. Die kommen hier rüber. Wahrscheinlich auch, wir dürfen der verdammten Eis sein. Aber es wird schon mal schön werden, wenn sie sich nicht weiter ausbreiten können. Es werden ziemlich viel davon kommen, Tag 30. Wir bauen Holzmauern, was soll's. Bevor wir sonst irgendwas bauen, bauen wir jetzt Holzmauern auf. Ach genau, wir haben hier noch eine... Ich überlege gerade. Komplex, Verteidigung. Konnten wir nicht nochmal... Ach, weil ich den Wachturm noch nicht habe und deswegen kann ich wahrscheinlich keine Radarstation machen. Das erklärt natürlich so einige. So, je. Okay, das war zu viel. Das gebe ich zu, das war zu viel für euch. Mist, zwei Stück verloren. In einem Krieg, der eigentlich so... Da kommen sie auch wieder von der Seite an. Ah, je. Heutsche von heutsche. Hier macht mich fertig. So, aber hier haben wir eine recht große Verteilungslinie. Was wir da alles dicht machen. Könnten Ölspiele noch mitnehmen, mit Betonung auf später. Können wir denn? Ne, wir können noch keine Mauern bauen in dem Sinne. So, auch noch mit. Dann tun wir noch ein paar mehr. Nein. Dann nehmen wir noch davon ein paar mit. Dann werden halt nicht alle zu 100% zu Veteranen. Aber was soll's. Das ist auf Dauer vielleicht sogar ja. Auf Dauer kann das recht gut sein sogar. Haben wir noch ein paar Tage? Wir haben noch ein paar Tage übrig. Der braucht aber hier noch ein bisschen. Das heißt, wir könnten eher gucken, dass wir... Genau. Hütten und Gold. Dass wir das ein bisschen hochbekommen können irgendwie. Oh, und ich sehe gerade eine Knackmus vom Liegen. Die ich jetzt mal ganz teils so was nebenbei essen werde. Tja, aber links auch noch ein verdammtes Haus. So ein verdammtes Haus aber auch. Okay, ich merke schon, ich muss, glaube ich, ein bisschen mehr nach links gehen. 600 neue Steinmauern. Ja, dankeschön. Steinmauern sind verfügbar. Upgraden. Allein eine einzige Reihe Steinmauern. Reicht schon mal aus, um hier so einiges zu ändern. Und sie sind zwar teuer, aber was soll's. Das sind sie mir auf jeden Fall wert. Brauchen wir keine Holzmauern mehr machen. Stein genau das, was wir jetzt momentan brauchen. Wir brauchen ein bisschen mehr Feuerkraft auf der rechten Seite. Dankeschön. Nicht, dass die jetzt wirklich noch drauf gehen bei der ganzen Aktion. Aber es wird wieder weniger. Oh mein Gott, ja, dankeschön. Mehr Gold. Weil ich denke, warum ich jetzt die hier zuerst so fertig mache, weil ich sie sonst vergessen werde. Ich kenne mich sehr gut, ich werde sonst vergessen. Okay, die Mauern stehen schon mal.
Das heißt, wenn die Mauern stehen, könnt ihr mit nach unten gehen. Und ich kann anfangen, die nächsten Mauern hier unten auch schon mal hinzuplatzieren. Wobei hier dann ein Tor reinkommt. Und da kann ich vielleicht 300 hier eine Hütte schon hinbauen. Okay, wir brauchen halt noch ein bisschen. Hier mitkommen. Ganz, ganz dringend mitkommen. Ja, ich weiß, kommen wieder von hier welche. Ach Mann, hört doch auf zu spawnen, Jungs. Hört doch auf, ein bisschen zu spawnen. So, Durchgang. Wird auf die Art und Weise gebaut werden. Yep. Hier kommt dann der erste Turm hin. Ne, wir bauen ihn hier hin. Da kommt dann die Mauer hin, die so weit zugeht. Hier kommt der andere Turm hin und hier wird die Mauer so rumenden. Dann müsste ich eigentlich gerade nur noch sparen, um die Rest, um den Turm bauen zu können. Das wäre nicht schlecht. Wobei ich hätte es auch hier zu bauen können, oder? Das wäre sogar noch besser gewesen, aber egal, was soll's. In dem Fall sage ich jetzt mal, was soll's. Wir müssen ja irgendwie, auch mal eine Zwischenmauer und sowas hinbauen. Wie viel haben wir denn noch übrig? Wir haben noch 4, 5 Tage. 500 Gold brauche ich noch. Das heißt, wir werden jetzt hier mal uns mal durchschießen, bis wir auf die 500 Gold kommen. Oder wir sagen einfach nochmal hier unten, was soll's, hochpumpen. Genau, weil jetzt haben wir nämlich auf jeden Fall die 500 Gold bekommen. Das habe ich mir nämlich fast schon gedacht. Dankeschön. So, jetzt da. Lass krachen. Schieß alles weg vom Fenster. Wir haben genug momentan. Die Karte leer ist. Nicht glücklich. Vierten abgegradet. Wunderbar. Können wir nochmal welche upgraden? Euch zum Beispiel? Bedingt ja, bedingt ja. Aber gleich haben wir noch Gold für den Rest der Rasselbande. Das war die eine Mauer und da hinten kommt auf jeden Fall auch noch was hin. 200 Gold, okay. Dann warten wir kurz, bis wir da unten die Gegenstände eingesammelt haben. Bevor wir weiter nach vorne rennen. So, dann wollen wir mal, das wurde gebaut. Oh, jetzt habe ich Gold. Jetzt habe ich Gold. Jetzt können wir nämlich hier nochmal mal das Türmchen stellen. Vielleicht kurz ein bisschen nach da versetzen. Genau, dann können wir da hinten alles aufbauen. Das heißt, so viel wie ich, der Bereich hier wird einfach voll gemacht. Weil ob ich jetzt die auch noch mit einsack, nachkomme. Allein die Mühe bis nach da vorne durchzukommen, wird es wahrscheinlich nicht wert sein. Sagen wir es mal so. Aber meine Güte, warum sind hier schon wieder so viele? Und wie viel brauchen wir? Ich glaube 1800. Ja, das geht. Das ist ein erreichbares Ziel. Habe ich schon die Forschung dafür gemacht? Yep, habe ich. Danach kommen auch noch Wespennester. Die werden mir auch noch gute Dienste leisten. Na, du gehst hier rüber. Einfach nur, weil ich es kann. Sehr weiß, so möchte. Verkaufen. 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 Hier ist ein bisschen Gold, ist nämlich gerne gesehen. So, wie gesagt, die Mauer wird hier auch stehen bleiben. Das heißt, die können wir upgraden. Genauso wie den Turm, den können wir noch nicht upgraden. Macht nichts. Die Mauer haben wir schon abgegradet. Aber wir können hier schon mal wieder die guten Pfähle hier überall bauen. Die können wir auch noch mal hinmachen. Jetzt können wir nichts mehr bauen. Macht nichts. Hier rein. Alle Mann, hier rein. Und noch mehr brauchen wir auch gerade gar nicht. Aber hier sollten wir mal vorankommen. Na komm. Dankeschön für Abspeichern. Brauche ich immer. Habe ich echt vor, dass es Autosave gibt. Weil ich und ohne Autosave, das wird sonst nichts. Gerade sagen, danke. Gib mir das doch auch mal her. So, dann Westminster forschen. Das ist wichtig. Wachturm forschen, weil ich möchte auch was sehen von meiner Region. Und jetzt können wir auf jeden Fall auch schon mal anfangen, hier und dort den einen oder anderen Wachturm aufzustellen. 1, 2, 1, 2. Zack. 1. Ah, Gold, okay. 450. Es sind teure Türme.
Warum nichts gegen sagen? Es sind echt teure Türme. Energie. Oh, gerade Energie. Da brauchen wir gerade Energie. Oh, noch Nahrung. Ach, kommt schon. Ich möchte noch ein bisschen woanders stehen, Jungs. Schießt doch ein bisschen freundlich und ein bisschen schneller den Leuten ins Gesicht. 77, das passt. Können wir hier vielleicht noch was hinbauen? 10, 11, 12. Ja, warum nicht? Wenn wir zwischendrin noch ein bisschen Nahrung rausholen können aus dem Ganzen, finde ich auch nicht schlecht. Brauchen wir gerade noch mehr von denen? Nein. Ein Steinturm an 54? Yep. Ich finde es gerade ernsthaft, dass wir noch keine dicken Mobbelchen gefunden haben. Aber es ist Venom-Zeit. Es ist definitiv Venom-Zeit. So, jetzt danke. Darf ich? Oh, ich darf endlich mal wieder zurücklaufen. Lange hat's gebraucht. Er braucht ein bisschen weniger. Okay. Sage ich nicht nein dazu. Wie gesagt, die Mauer hier reicht auch schon mal aus. Wenn sie von da unten kommen, wird es wahrscheinlich besser sein, wenn wir sie gerade hinstellen, oder? Ja. Achso, aber ich kann ja nichts hinbauen in dem Sinne. 4. Dorthin. Hm, ja, wird für den Anfang reichen. Wird für den Anfang reichen und auf zum nächsten Dorf der Verdammten. Wahrscheinlich hier fürs nächste Mal zum Zubauen, das wäre auch nicht schlecht. Ach, da hinten geht's. Eieiei. Sag mal, ernsthaft, wie verstreut ist denn die gesamte Gegend hier? Das ist echt schlimm. Ich meine, es ist ein Sumpfgebiet. Okay, aber es ist etwas hart. Etwas sehr hart sogar. So, und jetzt bitte. Dankeschön, Gold, Yibi. Und da warten wir noch kurz, bis die beiden Sachen durchgeforscht sind. Wachturm und. Ich glaube, ihr forscht dadurch. Ist aber netter. Ah, und da habe ich einen Radar nie gemacht. Ich bin gerade leicht verwirrter Natur. Auf jeden Fall schon mal Westen ist schon mal gut. Kraftwerke, das ist auch alles in Ordnung. Passt. Ne, hier, nach da oben. So, mit dem ganzen Geld können wir jetzt anfangen. Hier, und hier ein Turm hinzustellen. Und wir können noch sagen, wenn sie von da kommen. Hier ein Turm. Da nochmal ein Turm hin. 900, dann können wir nochmal zwei Leute machen. Euch zwar upgraden. Und die da hinten. Das war nicht die schlechteste aller Wahl. Nee. So hat alles und jeder ein bisschen was zu tun. So, nachdem wir ja auch ziemlich weit links sind, können wir doch bestimmt auch gucken, dass wir hier alles freiräumen. Yep, sag mal. Wir sind safe an der Stelle. Ich meine, die Westenmesse kostet auch nicht so viel. Die kann man auch jederzeit da noch hinbauen, wenn wir wissen, wo wir hin müssen. Wir haben zwei neue ausgebildet, das ist schön. Und ich bin so froh, dass wir den Schaden von denen erhöht haben, zusammen mit der Reichweite. Ich glaube, sonst wäre das echt ein Desaster geworden. Wir zwei nochmal. Und die nächsten Hütchen upgraden. Weil bei Tag 30 habe ich immer so ein bisschen Schiss. Da kann so quasi noch alles Mögliche kommen. Und was haben wir denn hier noch da? Nahrung! Oh, Nahrung ist gut. Nahrung nehme ich lieben gerne. Sogar richtig gerne. Hier kommt darüber hin. Nachdem hier alles schon sauber ist, können wir aber trotzdem mal hier noch jemanden hinjagen. Nicht das Verkehrteste. Euch upgraden. Euch upgraden. Deswegen habe ich die Mauern hier durchgezogen. Ich habe die sind zumindest einmal durchgezogen. Und wir brauchen aber noch 1, 2, 1, 2. Türmchen. Mauertürmchen von jedem etwas. So, was machen wir? Links oder rechts gehen? Ich würde mal sagen, wir gehen eher links rum hier. Na, ja, scheint mir gerade etwas klüger zu sein. Links ist die bessere Wahl. Sogar noch ein paar Vereinzelte laufen hier rum. Aber auch nicht mehr lange, solange wir sind. So, die Front ist auf jeden Fall gut ausgelegt. Wir könnten doch bestimmt sagen, wir bauen hier, was haben wir denn hier, zack. Ein kleines Fernröhrchen hin. Jetzt sehen wir den Bereich hier.
Und das nächste 450 wird noch ein weiterer Turm hier sein. Weil die sind gerade zu sehr Mangelware da oben. Jetzt nochmal nachgucken, die Wespe war einfach nur Gold. Das ist nicht schlecht, einfach nur Gold. Gold könnte man noch bekommen. Vielleicht haben wir Glück und finden wir nochmal ein weiteres Dorf der Verdammten. Das wäre super. Bei 2000 mehr Gold so spontan zu haben, einfach so, wäre schon cool. Jetzt sind wir in ihrem Sumpfgebiet, würde ich mal behaupten. Ich warte darauf, bis sie in Unmengen kommen. Ich meine, das geht ja noch, in Anführungszeichen. Das geht ja gerade so noch. Hier hin. Ihr habt gut gekämpft, ihr dürft auf dein Türmchen hoch. Wir laden bis zum nächsten 54 kommen. Oder? Bis 200. Nee, ich habe sonst nichts. Ah, doch, warte, hier hinten. Das wollte ich noch machen. Wenn ich schon mal noch so eine weitere Quelle habe, kann man die auch gut noch mit anzapfen. Mein nächstes sind ja hier unten. Und schön ist, wir können nachher noch gucken, wenn wir dann komplexe Sachen bauen können mit der Gießerei, dass wir uns dann noch ein paar Mutanten oder so besorgen. Wenn die Nahkämpfer sind, das hätte was für sich. Die könnte man recht gut, wobei gegen die eigentlich ja weniger. Sage mal. Wie viele kommen denn hinterher? Irgendwann müsste man denken, auf der Karte wäre mal weniger los. Aber, Auf keinen Fall.